willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Dieses Video, was ihr sehen werdet, werde ich über 16 Tage lang filmen. Also über Wochenende zwischen arbeite ich ja nur als YouTuber, egal. 14.11. habe ich angefangen, heute am 30.11. Also ich habe in diesem Video hatte ich nie wirklich was richtig zu tun. Irgendwie dumpern wir da blöd durch die Gegend, aber egal. Vor Weihnachtszeit, Leute haben kein Geld für eine Rümpelung. Ne? Ich kann mir sehen, jetzt schon im Februar flitze ich wieder von einem Ort zum anderen. Ja, jetzt haben wir auch noch Schnee. Genießt das Video, viel Spaß mit dem Video. Guckt vor allem unten in die Videobeschreibung. Da sind meine Videosachen alles verlinkt. Nun viel Spaß. So, erster Schritt in diesem Video. Ich fahre jetzt zu meiner Scheune hin. Ich habe noch ein Gespräch mit meinem Vermieter. Dem soll ich beim Entrümpeln des Hauses helfen. Ja, da fahren wir jetzt hin und ich kriege auch noch eine Werkbank. So ein Ding wollte ich schon immer mal haben. Das werde ich mal im späteren Teil des Videos einblenden. Das ist so eine Werkbank mit ganz vielen Schubladen unten drunter. Finde ich total klasse, die Dinge. Die sind bloß arschteuer, darum besitze ich so ein Teil bislang nicht. Das ist Gebrauchskostenminderung, Heidengeld. Ja, und ich kriege das Ding jetzt umsonst. Geil. Er braucht es sowieso nicht und ich habe mal was zum Unterstellen. Ja, muss ich meine Halle ein bisschen freiräumen, dass ich dann, was in die anderen Hallen rümpeln, dass ich dann auch die Werkbank unterstellen kann. Ja. Dann muss ich noch ein bisschen Metalle sauber machen, dann geht es heute Abend Metallschrott wegbringen, dann muss ich nochmal zum Casino, wo wir im letzten Video waren. Oder war schon das vorletzte Video? Ich weiß nicht, ich glaube vorletzte Video sogar. Ja, mal gucken, was dieses Video sonst noch bringt. Ich weiß es noch nicht. Werde ich aber irgendwo bestimmt erzählen. Ja, ich habe gerade mit meinem Vermieter eine schöne alte Werkbank hin und her transportiert, haben mir auch bei geholfen. Sehr nett der Kerl, wie sagen. Traum vom Vermieter. Ja, ich bin froh, die alte Werkbank zu haben, aber auch nicht Stauraum und die Teile sind eigentlich auch arschteuer. Ja, ich war gerade noch die Steine aus dem letzten Video, die ich da bei Rudolf im Kiosk in Wilhelmshaven abgeholt habe, habe ich gerade zum Erdbauunternehmen gefahren, musste ich gar nicht für bezahlen, finde ich super. Ja, jetzt fahren wir weiter zur Spielothek, wo wir auch schon mal im letzten oder vorletzten Video waren. Der scheiß Wetter heute, so. Besitzerin von der Spielothek hat letzte Woche schon gesagt, dass da nochmal eine Ladung Metallschrott kommt. Ob sie da nochmal anrufen dürfte oder mir schreiben dürfte, ja, sehr gerne, sage ich, kein Problem. Ich meine, das ist nah dran. So, ich meine, so schlecht war das vom Gewicht auch gar nicht. Heute auch nicht und von daher, eben schnell hinfahren. Ja, ich habe ja noch einen Schrott von gestern, aus dem letzten Video für euch. Habe ich ja noch die Heizungsanlage, die muss ich gleich auseinanderbauen. Dann habe ich noch eine Waschmaschine stehen, die muss ich auseinanderbauen. Dann habe ich noch einen Grill und den Rest von meinem Vaters Fahrrad, das kommt alles mit weg. Dann dürfte ich auch ungefähr 400 Kilo Eisenschrott drauf haben und hier halt den Anhänger für morgen leer. Weil ich habe auch gerade, glaube ich, nicht erzählt, morgen fange ich an, das Haus zu entrümpeln, wo ich meine Scheune habe. Und dadurch kriege ich die Miete ein bisschen billiger oder ein gutes Stück billiger. Der ist froh, dass er kein professionelles Entrümpelungsunternehmen bezahlen muss und ich bin da froh, billig eine Halle zu bekommen haben. Ja, ganz nett. Die Mitarbeiter, die Handwerker da sind alles Polen oder was weiß ich. Die haben mir noch aufladen geholfen, weil die an Türen, die ich sowieso nicht alleine getragen bekommen. Wirklich sehr nett. Sprachen zwar alle meine Sprache nicht wirklich, aber wirklich sehr nett. So, ich fahre jetzt wieder zur Halle. So, willkommen bei Roman in der Dunkelheit. Müsst ihr mal eine Lampe hier ins Auto bauen. Oder? Ja, ich kann sogar beides. Kann man die Innenraumbeleuchtung anmachen und die Außenlampen anhaben. Cool, wusste ich gar nicht. Ja, egal. Das ist ja praktisch. Sieht zwar aus jetzt wie ein Puff auf der Kamera, aber gut. Hey, was habe ich heute Nachmittag gemacht? Ja, ich habe eine Heizungsanlage auseinandergepflückt, eine Waschmaschine auseinandergepflückt. Ja, das und den anderen Schrott, der gestern aus Wilhelmshaven habe ich gerade weggefahren. Das ist schon wieder 16:48 Uhr, ich weiß nicht, wo der Nachmittag geblieben ist. Jetzt ist es noch stockdunkel, also ich komme nicht voran, sag ich mal, weil es ständig dunkel ist oder es regnet oder ich muss irgendwas anderes machen und ja, scheiße alles. Ja, war gar nicht schlecht die ganze Fuhre, muss ich sagen. Ich hatte so 450 Kilo gerechnet, waren 560 Kilo. Das war schon nicht so schlecht. Ja, nun fahre ich mit zwei Stationen in Wittmund. Ja, und dann fahre ich auch nach Hause. Ich habe die Schnauze voll. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich den Winter hasse? Wir sind jetzt hier, B210. Ja, wir hatten die öfters hier. Feierabendverkehr. Ich kann mal gerade 75 fahren. Ach, egal. Hier zwei Stellen noch in Wittmund. Einmal in der Schulstraße war ich jetzt schon das dritte Mal hin. Die Frau findet das ganz gut, was ich so mache. Kommt mir zumindest so vor, die gibt mir so ein bisschen Metallschrott. Und wenn sie dann ein bisschen Müll hat, was zur Mülldeponie gibt, dann was zur Mülldeponie soll, dann ruft sie mich auch an. Machen wir einen Termin, der auch so gut ist. Man weiß, es ist irgendwie nur
ein, zwei Teile. Für sie lohnt sich da nicht hinzufahren. Da gibt es mir 5 Euro. Gut ist. Ich meine, die wohnt letztendlich nicht weit weg von der Straße, wo ich sowieso jeden Tag lang mehr lang fahre. Ob ich die 100 Meter Umweg fahre oder nicht, ist mir dann auch scheißegal. Ja, weiter geht's, weiter geht's. Ja. Frau war glücklich, dass ich den Scheiß da abgeholt habe. Ja, nun muss ich zu einer Bekannten von mir, die kenne ich durch meinen Vater, durch Fußball und so weiter. Ich meine, gut, ich hasse Fußball, das kennt ja und weiß ja nicht jeder von mir. Ja. Ach, ich muss ja nochmal nach Adolf wieder hin, Scheiße. Ja. Ganz vergessen. So, schönen guten Morgen. Ich habe da gestern nicht mehr rumgefilmt, weil es eh dunkel war, die sowieso nicht sehen hätten können. Ja, wir haben es heute 8.47 Uhr, ich bin heute 38 Minuten näher aufgestanden, weil ich hatte gestern eine Heizungsanlage abgeholt. Ja, von dem habe ich schon öfters abgeholt, beziehungsweise dem Auftraggeber habe ich schon öfters abgeholt und war ich heute gestern bei der Familie, die ich durch Fußball kenne. Da hatten wir einen gusseisernen Klotz, ich weiß nicht, irgendwas mit Brennen machen die, glaube ich, habe da keine Ahnung von. Ja, das Ding haben wir zweimal mit Mühe und Not auf den Anhänger bekommen und das direkt auf die Achsen gelegt. Ich konnte das beim Fahren merken. So schwer ist das Ding. Da waren irgendwelche Rohre bei, die waren außen aus Zink und innen ist irgendwie was aus Eisenrohre. Ich weiß es nicht, was das sein soll. Ich habe noch nie so eine Heizungsanlage gesehen, da habe ich auch keine Ahnung von, aber ich habe noch schon häufiger Heizungsanlagen während meiner Arbeit gesehen. Ja, muss ich jetzt immer sortieren, da sind auch Edelstahlteile bei. An dem Gussteil sind auch noch Messinghähne dran, die muss ich noch abschneiden. Ja, heute fange ich mit Harry zusammen und seiner Frau an, das Haus zu entrümpeln. Das Blöde ist, ich habe meinen Anhänger jetzt voll. Den muss ich auch noch erstmal leer machen. Das kotzt mich schon wieder alles an. Ja, soll nicht euer Problem sein. So, das hier, das ist der schöne gusseiserne Block, den ich mit zwei Mann gerade mal mit Mühe und Not drauf bekommen habe. Ja, ich muss immer mal gucken, was wir hier überhaupt haben. Das ist hier eine dicke Aluplatte. Scheiße. Mist, muss ich alles auseinanderbauen. Hier ist Eisen. Was hat denn? Plastik. Eisen. Das ist zum Glück alles Gusseisen. Das ist Alu. Naja, kommt mit ins Eisen, komm Scheiß drauf. Super, ich dachte, das wäre das Ding. Das sind nur 40 geblendet. Das ist Edelstahl hier. Das ist alles, ja, alles nur verzinkt, geil. Brauche ich die nicht abzupacken. Ich brauche den Anhänger heute für die Entrümpelung hier. Das ist alles scheiße. Dann bin ich hier mehr oder weniger ganz umsonst zur Halle hingefahren, scheiße. Das habe ich abgeschnitten. Ich weiß nicht, Messing-Verbindungsstücke, was ich das auch immer nennen würde. Ja, zwei Stücke liegen unter dem Gusseisen im Block, da komme ich sowieso nicht ran. Ich kann das Ding alleine nicht anheben, das geht beim besten Willen nicht. Ja, bin ich ganz umsonst dahin gefahren. Das, was Zink war, war nur Fährzink, das kann ich also so mit ins Eisen schmeißen. Ja, und ein bisschen Edelstahl habe ich nicht runtergerupft, weil ich das Netz alleine nicht runterkriege, oder nicht wieder draufkriege, besser gesagt. Ja, ich muss halt einen leeren Hänger haben, weil ich gleich die Entrümpelung starte. Das bisschen Edelstahl kann ich wohl über deine Scheune schmeißen, das ist kein Problem. So, liebe Freunde, das ist meine heutige Ausbeute. Ja, ich hätte noch mehr drauf packen können, nur das Netz ist zu klein. Und vor allem, ich darf hier nur eine Tonne zuladen, das ist mein Problem, so ein bisschen. Ja, aber der große Anhänger hat sich schon gelohnt. Sieht auch alles so weit. Für mich ist das ganz gut gesichert. Und so weit muss ich ja nicht. Ja, das hält wohl. So, ich war gerade bei der Müller, bin gerade abgeladen hier bei der Müllerfuhr. Jetzt, wo ich hier bin, fängt es an zu regnen. Ich bin zum Glück noch trocken geblieben. Ja, ich fahre jetzt wieder zu dem Bauernhof hin, wo ich meine Scheune habe und muss den Bauernhof entrümpeln. Natürlich schon wieder fast dunkel, ich habe da keinen Strom. Ich werde einfach mal erstmal Porzellan und sowas aus den Schränken holen, eventuell auch die Schränke zerdeppern, mal gucken. Ja, ich darf da drin natürlich nicht filmen. Ich darf auch keine anderen Leute ins Haus lassen. Das ist schon alles sicherlich irgendwo in Ordnung. Wollte die Besitzerin nicht, dass andere Leute hinkommen. Mein Harry und seine Frau, also meine Elfer dürfen rein. Natürlich logisch, die sagen ja auch, du kannst ja alleine keine Sofas tragen, da musst du einer mit anpacken. Und das ist auch alles in Ordnung. Ja, aber ich filme da nicht drin rum. Ich hatte mir erst überlegt, dass ich das so tue, als wenn das ein Lost Place wäre. Clickbait. Verlassen im Bauernhof inmitten aus Friesland gefunden. Oder sowas ähnliches, aber ich hatte auch vergessen zu fragen und ich will es auch nicht. Und ja, das muss nicht sein.
Wie gesagt, ich hau jetzt auch ein paar Schränke kaputt, ein paar Gläser kaputt. Die Gläser schmeiße ich alle so in einen Altglascontainer. Porzellan und sowas, das ist ja natürlich Bauschutt. So, ich habe hier gerade einen Karton geöffnet, was da wohl drin ist. Auf jeden Fall ein paar Pfeffer, die kann ich auch gebrauchen. Oh, noch mehr Pfeffer. So, da ist er wieder. Ich habe, ja, ich weiß nicht, was ich jetzt das letzte Mal gezeigt habe. Ich habe zuletzt noch meine neuen Flyer gefilmt, aber die will ich jetzt hier, ja, ich muss hier nicht mal drauf eingehen, egal. Ja, ich habe noch zwei Anhänger ohne euch weggefahren. Ich glaube, einen habe ich ja noch einen gezeigt. Für den ersten habe ich 32 bezahlt, für den zweiten, den ich nur für Instagram fotografiert habe, habe ich den 24 bezahlt. Das war echt günstig. Ja, nun ist Samstag. Normalerweise sage ich ja immer, auf den Samstag zu arbeiten, das ist genauso wie auf dem Grab zu vögeln. Nee, aber ich habe so viel zu tun. Ich muss auch samstags arbeiten. Nein, ich war neulich, Donnerstag Nachmittag war ich Tannenbaum kaufen, da konnte ich das auch nicht arbeiten. Dann muss ich halt Samstags nachholen, ist eben so. Ja, bald ist Weihnachten, heute am 18.11. Ich will Weihnachtsgeschenke kaufen, ich brauche noch selber ein paar Sachen. Ja, LKW steht immer noch im Raum, nächstes Jahr will ich Eisleben. Hey, Eisleben war das überhaupt? Eisleben nicht, ja. Eisenach zum Opel-Treffen will ich noch hin, das kostet auch wieder Geld. Ja, ich will mein Haus noch renovieren, kostet alles Geld. Irgendwie nur vom Fernsehen gucken, bringt das auch nichts. Da kommt das Geld auch nicht angewählt. So, ich fahre jetzt heute zu meiner Scheune nach Bedorf. Und dann fährt ich da erstmal ein. Ich hatte neulich ein Tor kaputt gefahren, weil das ist zugeweht vom Anhänger, oder weiter zugeweht durch den Wind. Dann bin ich da mit dem Anhänger gegengebrettert und war das Tor kaputt. Das will ich heute reparieren. Ja, und dann habe ich noch ein paar Metalle, die ich sauber machen muss. Kupferrohre, Messingmuffen abschneiden. Ja, das will ich heute machen. Da will ich meine neuen Flyer verteilen. Ja. Ich weiß nicht, was ich da filmen werde, wahrscheinlich nicht viel, aber egal. Willkommen am 20.11. auf der Strecke von der Hafen nach Wittmund. Ja, es ist schönes Wetter, aber es ist ungefähr 12 Grad, aber es ist gar nicht mal kalt. Ja, ich fahre jetzt nach Wittmund hin, habe noch ein paar kleine Aufträge. Ja, ich habe Samstag nicht gefilmt, ich wollte euch noch meine Werkbank zeigen, aber ja. Keine Lust gehabt. Es war kalt, war Samstag. Heute ist es schön warm. Samstag war es echt um 3 Grad und echt kalt. Die Tür habe ich nicht repariert bekommen, aber ich habe ein paar Metalle sauber gemacht. Wollte ein paar Fotos für Verkaufsanzeigen machen, aber es war zu dunkel. Ja, wollte ich mit dem Weihnachtsmann Kontakt aufnehmen, dass er mir hier Nussschuhmagical schenkt. Ja, ich hole jetzt meinen Anhänger, fahre nach der Hafe. So, ich fahre mir jetzt erstmal hier in die Jahnstraße von der Hafe. Ja, hier habe ich gerade meinen Anhänger abgestellt. Ich war gerade schon mit meinem Auto hier und fahre gleich mit meinem Motorsauto den Anhänger nach Wittmund. Ja, und ich werde noch ein paar neue Aushänger in den Supermärkten verteilen. Ja, ich fahre jetzt nach Wittmund hin. Da werde ich mal die örtlichen Supermärkte abklappern und werde da meine Aushänge hängen. Ja, die werde ich mal ein paar neue machen. Habe ich schon ewig nicht mehr erneuert. Mittlerweile fehlen da viele Zelte. Teilweise sind sie auch ganz abgerissen. Ja, da müssen wir neue hin. Also, wenn ich viel zu tun habe, dann komme ich da nicht zu. Ja, diese Woche wird wohl recht spärlich, weil wir haben jetzt einen Monat vor Weihnachten, die Leute haben kein Geld. Ja, da kann ich keine Entrümpelung machen, die wollen dafür natürlich nichts rausrücken. Und für Schrott wollen sie doch für jeden Scheiß irgendwie Geld haben, da kann ich teilweise was sagen, nee, ich hol's nicht ab. Darum habe ich diese Woche voraussichtlich wenig zu tun. Wäre aber schön, wenn ein bisschen Kohle reinkommen würde. Ich hatte neulich nochmal deinen Frederiken Siel angerufen wegen der Wohnungsauflösung, haben sich anderweitig entschieden. Ja, scheiße, das war ein schönes Geld wäre das gewesen. Egal. So, wir fahren jetzt. Abbiegen auf Esenser Straße. Heute geht es erstmal Richtung Osterstraße in Wittmund. Das sind 2 Kilometer knapp entfernt. Ja, die Fuhren von heute Morgen, die Heizkörper bei mir im Wohnort, die waren echt gut. Ja, das waren so 6 oder 7 Rippenheizkörper, teilweise 2 Meter lang. Das mögen wohl 400 Kilo gewesen sein. Aber noch ein paar, ja, irgendwelche Metallstangen aus der Landwirtschaft dabei, das war schon so ganz in Ordnung. Jetzt habe ich noch einen spontanen Anruf bekommen hier in der Osterstraße. Ja, zumindest heute ein bisschen Geld eingenommen. Ihr seht, das ist scheiß Wetter. Ich habe auch keine Lust. Ich bin froh, wenn jetzt bald Weihnachten ist. Ich habe dieses Jahr echt wieder richtig Bock drauf. Die letzten Jahre überhaupt nicht. Ja, ich muss noch ein bisschen Kohle kratzen für Geschenke. So, wir fahren das hier am Markt in Wittmund lang. Das ist einer der schönsten Flecken hier in Wittmund, wie ich finde. Das ist wirklich schön. Altbau. Das große Gebäude rechts war früher mal das Krankenhaus. Ja, mal gucken, wie ich hier mit dem großen Anhänger parken kann. Da hab ich Bock zu. Ja, war
jetzt gerade in der Osterstraße, habe da meinen Anhänger mit Metallschrott vollgepackt. Ich fahre ganz gut, ich fahre jetzt normal hin. Ich habe gerade nur einen Stahl aufgeladen, weil ich die sowieso drauf hatte. Ja, dann kommen halt noch Metall und Müll dazu. Ja, braucht noch so ein bisschen Müll. Sag ja, kann ich ihn wohl mitnehmen. Ja. Kann ich das, also auch gesagt, ich kann es natürlich nicht umsonst machen, sagte ich auch, ja, ist in Ordnung. Ja. Ich sagte auch, ich habe diese Woche nichts zu tun, ich mache das für einen super billigen Preis. Vor allem links des Kunden denken. Ja, ich habe auch in meiner Hauslösung, da habe ich auch noch Müll, von daher passt das schon irgendwie. Ja, willkommen beim Feierabendverkehr von Wittmund. Ich war gerade noch ein zweites Mal in der Osterstraße, über eine ältere Dame, laut eigener Aussage 81. Ja. Kann ich jetzt auch fahren? Ja. Mit der habe ich mich noch lange unterhalten. Darum brauche ich jetzt auch keine Flyer mehr verteilen. Ich fahre mich schnell zu Lidl, hole mir eine Flasche Getränk. Ja, morgen macht Netto hier neu auf. Gibt es morgen Bier für 6 Euro und Kasten Falkenfelser. Werde mir auch einen von unter Nagel reißen, wenn ich Zeit habe. Ich habe morgen, glaube ich, ganz gut zu tun, wenn morgen alles klappt. Ich habe noch 2 Kunden angeschrieben, da wollte ich schon seit Ewigkeiten mal hin. Ja, und morgen ist es ja mal soweit. Ja, ich habe noch nie, also einmal 2006 in der 4. Klasse war ich im Harz auf Klassenfahrt. Da habe ich mal Eichhörnchen und Nadeln gesehen. Aber in meiner Region, also da wo ich gerade eingeblendet habe, das ist irgendwie 200 Meter von meinem Haus entfernt. Da vor ganz früher sind da auch mal Eichhörnchen gekommen, aber habe ich noch nie wieder gesehen. Ja, ja, ich fahre jetzt nach Netto, wie gerade vorhin im Video, gerade eben im Video angekündigt. Ja, wir sind heute neu aufgemacht, ich sollte mir einen Trainingsanzug für mich kaufen und einen Kasten Bier. Ja, dann will ich noch Flyer verteilen. Ja, man merkt, das geht auf Weihnachten zu, die Leute haben kein Geld und wollen für jeden Scheiß Geld. Dementsprechend ist meine Auftragslage so ein bisschen scheiße. Den muss ich unbedingt mitnehmen. Kasten Bier, 6 Euro. Das ist das gleiche Bier, was ich erstmal für 4,44 Euro gekauft habe. Aber wo man 2 Kästen für 8,80 Euro kaufen konnte. Ja, in Wittmund gibt es was umsonst. Ich muss schon neben dem Supermarkt, neben Netto parken. Ja, muss so voll sein. Gibt ja was umsonst. Ja, wir haben es jetzt übrigens schon mehr als 3,5 Stunden nach der offiziellen Eröffnung. Alles voll hier. Man kann ja ein paar Mark sparen. Aber ist schön geworden. Ich fand den alten Laden ziemlich hässlich. So, Bier habe ich von meiner Mutter bekommen. Das ist Weißbier. Das gibt es auch als Pilz und Export. Ich mag das nicht. Ich habe es früher getrunken, ich mag es nicht mehr. Hier bin ich vor einem Dreivierteljahr auch schon mal lang marschiert. Da war es schweineheiß, das weiß ich noch. Ja, und hier aus der Gegend hat nie einer angerufen. Ich hatte mal in einem Rentner, habe ich ja mal so einen älteren Herren. Habe ich einen Flyer von mir in der Hand gedrückt. Die Frau hat nächsten Tag davon einen Grill inseriert als Metallschrott. Und den benutzt man dann noch und die haben halt als Metallschrott abgeholt. Anstatt dass sie mich gleich anrufen, nein. So, dann verteile ich mal weiter ein paar Flyer. Wir sind jetzt hier irgendwo in der Nähe vom Rathaus. Was da vorne ist, das Rathaus. Hier ist eine neuapostolische Kirche. Könnte man auch mal filmen. Ich konnte sowieso nicht rein, was soll ich jetzt. Die ist immer zu, das ist das Doofe. Ich wäre gerne mal reingegangen. Als ich habe hier schon zweimal Flyer verteilt, war die Tür auch immer zu. Muss gleich Luft tanken, ist mir aufgefallen. Es wird ein richtig spannendes Video, ihr merkt das schon. Bislang habe ich eigentlich noch nichts Spannendes gezeigt. Ja, mal gucken, ob da keiner kommt. Da kommt keiner. Ja. Ja, ich fahre jetzt nach Nilgenwagen, heißt der Ort. Rechts abbiegen auf Esenser Straße. Ne, da ist eine Waschmaschine. Ist da normalerweise, hole ich Waschmaschine einzeln gar nicht ab oder so ein Scheißer, Backöfen oder keine Ahnung, Trockner. Ja, heute mache ich das, weil ich habe nämlich nichts zu tun. Flyer habe ich jetzt genug verteilt, das heißt, es ist kalt draußen. Noch nachmittags ist es jetzt noch kälter als heute Vormittag. Ja, kein Bock. Hoffentlich ist bald Weihnachten, das Jahr vorbei und es wird wieder wärmer. Ich habe echt keine Schnauze voll, muss ich wirklich sagen. Ja, gestern Osterstraße, wie es da hieß, war ganz gut. Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen, um auf Blersumer Straße zu bleiben. Ja, dann habe ich da noch hier gestern Vormittag in La Havre habe ich dann noch so eine Jalousie, heißt es nicht, wie heißt das denn? Gute Frage. Jalousie heißt es nicht. Markise mitbekommen. Früher habe ich die komplett in den Schrott geschmissen. Nein, du musst natürlich auch noch die Folie abgeschmissen. Hätte man das in den Stoff abgeschnitten werden. Ja, gestern hat es geregnet, heute ist es arschkalt. Zum Kotzen ist das alles. Ja, in Nilgenwagen war ich mit euch, glaube ich, noch gar nicht. Ich weiß nicht, ob das selber schon mal war. Ich
Ich habe keine Ahnung. Ja, auch egal. Ich fahre halt hin. Ist, glaube ich, nichts Spektakuläres. Ich habe derzeit Müll von der alten. Ich habe gestern auch in der Osterstraße habe ich noch Müll mitgenommen. Da hat die Dame mir 25 Euro gegeben und 2 Euro Trinkgeld. Das fand ich ganz niedlich. Ja, es kommt eigentlich nie vor, dass man mir Trinkgeld gibt. Das habe ich jetzt 3 oder 4 Mal gehabt in 1,5 Jahren Selbstständigkeit. Nun gut, sei es drum. Ja, da habe ich halt noch Müll drauf. Müll noch mal ein bisschen Edelmetalle, aber hier Alu und Edelstahl. Dann will ich mir so die Waschmaschine dazu packen. Dann alles, was Schrott ist, in meine Halle packen. Und dann hier werde ich noch in Wittmund eine Station mit Müll anfahren in der Bremer Straße. Dann geht es morgen wahrscheinlich zum Mülldeponie, ich weiß es auch nicht. Vielleicht mache ich morgen auch Bürotag, ich weiß es auch nicht. So, schön in Sonnenlicht gefilmt, wir fahren jetzt hier in der Eckenberger Straße lang. Ja, was gibt es hier zu sehen? Nichts. Ja, ich bin froh, wenn ich hier gleich wieder weg bin. Ich dachte, das wäre ganz woanders in Eckenbergen. Ich wohne hier auch 27 Jahre, 10 Kilometer, 12 Kilometer entfernt. Naja, man kann ja nicht alles wissen. Steht aber auch kein Schrott an der Straße, sondern ist aber irgendwo mal Sperrmüll, aber das sehe ich auch gar nicht mehr, die wollen laufen. Bei eBay inseriert auch keiner Schrott zum Abholen. Ja, die Leute sind alle in Weihnachtsstimmung und vermiesen mir damit ihre Weihnachtsstimmung, weil ich kein Geld einnehme. Ach, zum Kotzen. So, bin ich gerade mal schön zu weit gefahren, habe mich gerade schon mal umgedreht. So eine Scheiße aber auch. Bin ich ganz wieder zurück nach Bohave gefahren und dann wieder her. Bin ich ungefähr 4 Kilometer umsonst gefahren und habe 6-7 Minuten verschenkt. Aber das ist ja nun auch nicht die Welt. Man verdient dort sowieso kein Geld, von daher macht das dann auch keinen Unterschied mehr aus. Aber ich fahre jetzt zurück zur Halle und dann in die Bremer Straße. So, Bremer Straße bei anbrechender Dunkelheit. Eine ganz nette Gegend hier. Viele Häuser neu gekommen. Ja, ich habe dooferweise den großen Anhänger hinten dran, sonst würde ich die Kuppel jetzt erstmal ab, dann werde ich hier noch ein paar Flyer verteilen. Das Setup ist nicht komplett gelaufen. Schönen guten irgendwas. Für mich haben wir heute Montag, den 27.11., 9.28 Uhr. Ja, ich glaube, die letzte Aufnahme ist jetzt vom letzten Mittwoch. Ich hatte einfach nichts zu filmen. Bin aber beschissen im Wetter, kalt und regnerisch. Mit Bläsung gelaufen, Flyer verteilt. Den nächsten Tag war ich da beim Bauer in meiner Scheune und habe da auseinandergebaut und habe hier noch das Haus entrümpelt und gesagt, darf ich ja nicht filmen. Ja, dann dachte ich, dass der Adapter für meine Anhängersteckdose weg ist, aber nein, den hatte ich in der Hosentasche, in meiner Jackentasche. Ja, heute letzte Woche noch einen Adapter vom Kunden auf diese Woche verschoben. Ja, fand ich eine ziemlich beschissene Woche letzte Woche. Ich habe bis auf Montag kein Geld eingenommen. Ja, diese Woche wird vielleicht etwas besser. Heute muss ich nochmal in den alten Bauernhof da und da hier Müll abholen. Morgen geht es nach Jever. Da muss ich nach der Dame, da war ich schon zweimal, da irgendwie Müll abholen. Ende der Woche habe ich noch Schrott und Steine abzuholen in Wittmund bei den Leuten, wo ich meine Drehmaschine her habe. Ganz nette Jungs. Wenn man Petroleumlampe und Petroleum bekommt, die auch gut verkauft. Diese und letzte Woche ist echt nichts. Also wirklich weniger als einen Monat vor Weihnachten. Die Leute haben kein Geld, man merkt es wirklich. Das ist jetzt den Anhänger, den wir innerhalb von 1,5 Stunden geladen haben. Ja, wir sind so ein 32er Kandidat, aber macht nichts, dann ist auch ordentlich Müll weg. Ich bin gleich an der Mülldeponie, ich bin jetzt hier am Parkplatz hier vor Jever. Es regnet in Strömen, wir haben 3 Grad Außentemperatur. Ratet mal, wer keine Lust hat, auszusteigen, um seinen Anhänger aufzuladen. Es ist einfach zum Kotzen, dieses Wetter. Da habe ich doch auf der Hinfahrt hier schon gesehen, dass die Abfahrt nach Wittmund hin gesperrt ist. Was mache ich automatisch? Ich fahre natürlich den normalen Weg, danach wollte ich da wieder hinfahren. Ist natürlich gesperrt. Scheiße. Das soll immer gesperrt sein. Hin bin ich hin rüber Wittmund gekommen. Warum ich jetzt nicht zurückkomme, weiß ich nicht. Ich will bei Eggeling fahren, da habe ich keinen Bock zu. So viel nur Sprit und Zeit. Zeit ist diesmal nicht so wichtig, ich kann sowieso nichts mehr machen, bevor ich meine Mutter abhole. Aber der Sprit. So, willkommen in Eggeling bei beschissenem Wetter und 3 Grad. Ja, ach, ätzend ist das. Ja, wir sind schon wieder aus Eggeling raus. Hey, seitdem die B210 hier nicht mehr gesperrt ist, die auch früher gar nicht gesperrt war, als ich gesperrt vermutet hatte, bin ich hier auch nie wieder lang gefahren. Obwohl es eine schöne Strecke zu fahren ist, aber halt einen Umweg und hier nach Eggeling. Also gearbeitet habe ich hier noch nie. Wo es ja eigentlich ganz schön ist, muss man auch ganz ehrlich
jetzt hier durch das Inselviertel von Wittmund. Ich war jetzt gerade noch mal bei der Kundin, bei der ich mal im Sommer meine Heckklappe kaputt gehauen habe. Ja, nun geht es weiter nach Adorf zum Vorstandsvorsitzenden oder irgendeinem Vorstand vom SV Wittmund. Da war ich, bin ich schon das dritte Mal. Eigentlich lohnt es sich nicht dafür hinzufahren, aber mein Gott, kann man ja mal machen. Ne, wenn man sich schon privat kennt, dann muss man auch irgendwie zusammenhalten. Ich will auch noch da im Stadion Werbung machen. Mal gucken, was mich da so kommt. Das ist natürlich jetzt zu viel nach vier. Viel ist schon dunkel, gibt gar keine Lust zu. Aber geht nicht anders. Ach, ich komme hier ja gar nicht lang, scheiße. Ja, die Frau ist ganz lieb, zieht jetzt um. Ja. Ich war vorhin noch in meiner Scheune, weil ich einem Migranten etwas Gutes tun wollte. Der hatte sich vor einer Woche Möbel ausgesucht. Dann kam er da an und wollte sie doch nicht haben. So ungefähr war das. Das war so. Dann hat mir die zwischendrin schon auf Anhänger aufgeladen, da waren sie auf Anhänger da. Ich wollte die wieder nach Hause bringen, weil ich so nett bin. Dann lagen die auf Anhänger und ich fiel ein, der wollte die gar nicht haben. Dann haben die Scheiße wieder abgeladen. Und da hatte ich vielleicht eine Laune, oder das glaube ich gar nicht. Ich bin umsonst hingefahren, das Zeit kostet Geld, ich war eine Stunde war weg, der Sprit war weg, nun muss ich im Dunkeln rumkriegen. Aber gut, dass ich hier nach Erdorf gefahren bin, meine Spritkosten habe ich wohl wieder drin. Das ist auch ein starker von der Erde, wie ehrlich. Ein Haus, wovon man drei draus machen können, problemlos. Also ich da mal abholen, ist jetzt der Müll. Was denn? Das Wort ist Müll. Ja, ich fahre jetzt erstmal zu meinem Stellplatz, dann kaufe ich mir neue Sachen, Zirillos. Mal gucken, wie es der Morgen weitergeht. Habe ich eigentlich schon mal erzählt, dass es mir auf den Sack geht, dass es früh so früh hier dunkel wird. Wir haben es jetzt Viertel vor fünf knapp und es ist stockduster. Und es war die Tage auch schon schlimmer. Ja, und der Ort Adorf ist eigentlich ein schöner Ort, ist eigentlich so der Nacht, quasi der ja, Partnerort heißt es, glaube ich, von meinem Wohnort. Meine Grundschule hieß auch der Hafen Adorf. Ja, so eine Kirche, da gehe ich jetzt aber nicht hin. Es regnet auch noch. Ach ja. Meine Mutters ehemalige Arbeitskollegin sagte noch, dass ihr Vater noch eine Geschirrspülmaschine hätte. Die hätte ich heute schon abholen sollen, bis ich zu spät Bescheid gesagt, dass ich komme. Ja, muss ja morgen fahren. Ich weiß nicht, noch verantwortlich für heute Morgen eventuell vormittags nach Lea fahren. Ja, schönen guten Morgen, liebe Freunde. Es ist arschkalt, es ist also genau 0 Grad, glaube ich. Hört ihr das? Da seht ihr meinen Atem. Ja. Dauert von Larve bis nach Wittmund, bis mein Auto warm wird. Das ist ziemlich scheiße. Das ist Opel-typisch, die werden immer langsam warm. Ich weiß nicht, wie mein alter BMW das geschafft hat, wie Harris auf 24er das schafft. Die sind innerhalb von 2 Minuten warm von innen. Ja, und ich friere mir den Arsch ab. Ja, habe ich extra lange vorglühen lassen und dann rumpelte die Karre vorhin irgendwie los oder der Motor los. Dann merkt man, es ist kalt. Dann kam so eine richtig schöne Rumpfwolke raus. Ich dachte, ich fahre mal schnell weg. Das ist halt ein alter Diesel, ne? Klötert vor sich hin, hat wenig Leistung, für das leichte Gewicht reicht das auch weniger. Also, Spitzenmotor. Und ich mag diesen rauen Lauf eines alten Dieselmotors einfach. Einige hassen es, ich liebe es einfach. So, stehe ich jetzt hier vor einem neuen Netto. 7-8 Minuten Fahrt und die Karre wird also langsam kommt hier warme Luft aus dem Auto raus. So, ich war gerade in der Friedenstraße, jetzt fahre ich hier durch die Mühlenstraße zu meinem Anhänger. Ich habe gerade bei Kleinanzeigen zufällig gesehen, dass da jemand einen Mini-Backofen zu verschenken hat. Normalerweise lohnt sich das natürlich nicht für diesen 1 Euro Warenwert dahin zu fahren. Ja, das aber irgendwie hatte mir mein inneres Gefühl gesagt, ich soll da eben vorbeifahren. Habe ich dann auch mein Gefühl gehört. Und da sagte die Frau, sie hat ein 200 Quadratmeter Haus, was aufgelöst werden soll. Die hatte einen anderen Entrümpler. Ist aber wohl so ein komme ich heute nicht, komme ich morgen nicht Typ. So, dann habe ich hier das noch 200 Euro billiger gemacht. Also ehrlich gesagt, wenn der morgen nicht kommt, dann mache ich das. Und das würde mir doch tatsächlich mein Weihnachtsfest ein bisschen sehr doll versüßen. So, ich befinde mich jetzt wieder auf dem Weg nach Jever. Ja, vorhin war ich da in Wiefels, hab da Messing und Stahl weggebracht. Messingpreis ist ein bisschen gestiegen, so am 28.11. Ich hatte so mit 3,50 Kräne, war noch 3,65. Man kann auch mal positiv überrascht sein. Ja. Jetzt fahre ich nach Jever. Das war noch eine meiner ersten Kunden damals. Eines, da war die ja auch bei. Das war noch letztes Jahr, zu ungefähr dieser Zeit, bin ich ja noch in Jever um die Kirche herum marschiert, habe Flyer verteilt. Mit einer super Resonanz. Das glaubt man gar nicht. Ja, und eine Dame da hat sich da mal gemeldet. Da war ich schon mal, hab da mal Schrott abgeholt. Ich meine, früher war ich ja nur Schrotthändler. Oder so ähnlich. Und dann habe ich mal gesagt, ich könnte auch Entrümpelung machen.
und fahre ich halt hin zum Entrümpeln. Ich meine, sie würde mir das gerne bezahlen. Sehr freundlich, die Frau, ein bisschen komisch, aber eigentlich ganz nett. Ja, erstmal nochmal schöne Grüße an Hans Dieter. Ich habe hier deine Handschuhe mit. Die guten Bundeswehrhandschuhe von Anno dazumal. Wir taten heute Morgen die Hände sowas von weh. War um ein Grad warm und es war einfach ätzend an den Fingern. Ich habe solche Fingerschmerzen oder Schmerzen in den Händen gehabt. Ich zwischendurch mal ins Auto gesetzt. Darum war ich auch alles so spät geworden. Na egal. Fahrzeug EVB 210, ihr kennt das Spiel. Ja, Ortseinfahrt Jever. Hier waren wir schon ein paar Mal. Ich musste wieder hinten hin zum Kirchplatz. Da war ich früher ja mal öfters. Da war ich auch in dem Kriminalmuseum. Der hat sich aber leider auch nie wieder hören lassen, da wo ich mal einen Stepper abgeholt habe früher. Ja, ich dachte, da könnte ich nochmal schön drinnen filmen. Das wäre für euch vielleicht auch ein bisschen interessant. Aber ist leider nicht so. Jever ist ja nun wirklich eine schöne Stadt. Da kann man ja sagen, was man will. Ich finde es hier wirklich schön. Natürlich eine Altstadt und da hinten beim Kirchplatz ist es schön eng. Ich bin so froh, weil ich da wieder weg bin. Da musste ich letztes Jahr einmal. Heute bin ich hier vernünftig lang gekommen. Ich wollte gerade erzählen, ich bin hier mal lang gekommen. Da haben mich auf 100 Metern Fahrt zwei Leute angesprochen, dass ich hier falsch im Kreis fahre. Ich sage, ich kann es nicht ändern. Ich habe schon lange Zug, ne? Aber heute wird er gut durchgekommen, obwohl das Kriminalmuseum hier noch ist. Nee, obwohl ich der Anhänger der Neue noch größer ist. Damals bin ich mit dem Alten hier noch lang gefahren. Das geht aber ganz gut soweit. Ich hoffe, dass ich schnell nach Hause komme. Ja, das ist so das, was ich da vorhin in Jever abgeholt habe, was eigentlich nicht erwähnenswert ist. Aber immerhin habe ich dafür Geld bekommen und das ist gar nicht mal so schlecht. Da sind noch Tischplatten, die werde ich auch dann mal zeigen, die werde ich mir abbauen, die behalte ich selbst. Das ist ein Kuhfußball, kann ich auch immer gebrauchen. Und noch ein Bohrstein, den habe ich mal für 10 Euro verkauft. Also letztendlich war es gar nicht so schlecht. Ich habe heute Spezialeinsatz. Ich besuche meine ehemalige Schule, wo ich 10 Jahre lang zur Schule gegangen bin. Von der 5. bis nach der 15. Klasse. Also heute Adventsbasar und die Schule ist vor 10,5 Jahren mal abgebrannt während meiner Schulzeit. Wir wollten mal das neue Gebäude angucken, das habe ich noch nie geschafft. War einmal zur Eröffnungsfeier drin, bloß da waren so viele Leute, kannst auch nichts sehen. Ja, nun gucke ich mir das mal in Ruhe an. Heute ist Adventsbasar, trotzdem ziemlich voll hier. Aber gucken, ob die alten Lehrer mich noch kennen. Ja, war ein nettes Treffen hier. Wir haben eigentlich mit keinem unterhalten. Das Gebäudeteil in der Mitte, das ist immer neu gekommen. Ja, als ich hier noch zur Schule ging, war ich im Wechsel von der 10. auf der 11. Klasse. Da ist das abgebrannt. Nur Scheiße deswegen gehabt. Ja, ein paar alte Lehrer wieder getroffen, habe mich auch nicht mit denen unterhalten. Die meisten kennen mich jetzt noch 7 Jahre, noch nicht mehr, 6,5. Ich fahre jetzt zu meinem Auto und verteile noch ein paar Flyer hier in der Gegend. Ja, ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Ich meine, das war nicht wirklich actionreich, das weiß ich selbst. Ich weiß gar nicht mehr, was wir alles gemacht haben, aber das ist für mich 16 Tage lang her teilweise. 2 Wochen, keine Ahnung was. Ja, es ist aber irgendwie 30 oder gut 30 Minuten lang geworden. Ist mir vorgestern im Schnitt aufgefallen oder gestern. Und darum bedanke ich mich fürs Zuschauen. Haut mir gerne ein Like und ein Abo rein. Ja, und guckt vor allem unten in die Videobeschreibung. Das ist mein Video mit einem verlinkten Video. Kann ich zumindest diesen finanziellen Verlust dieser letzten 3 Wochen ausgleichen. Tschüss.